Nachdem mich Claudia angerufen hatte und mich fragte, ob wir beide in ihrem Urlaub, der gerade anstand, irgendetwas gemeinsam unternehmen wollten, war ich im ersten Moment etwas angespannt, aber dennoch erfreut. Meine Seele springt komischerweise in die Luft vor Freude, wenn ich etwas mit Claudia gemeinsam unternehme. Sie tut mir gut, auch wenn sie manchmal viel erzählt. Ihr Lachen und ihre spontane und freie Art, mit der Umwelt zu kommunizieren, fasziniert mich. Vielleicht denken einige, sie sei bekloppt, weil sie sich so auffällig verhält. Aber genau diese ungezwungene Art, den Dingen zu begegnen und sich nichts sagen zu lassen, ist meiner Freude hold. Trotzdem erbat ich mir etwas Bedenkzeit, um mir etwas zu überlegen. Am nächsten Tag rief ich sie an und mache ihr den Vorschlag, dass wir beide einen Städteausflug in die Prignitz machen. Sie sagte spontan zu und freute sich auf ihre Art auf den Tag. Gleichzeitig machte ich ihr den Vorschlag, am Vorabend zu ihr in die Langhansstraße zu kommen, um dort zu nächtigen. So konnten wir in aller Früh gemeinsam nach Charlottenburg fahren, ohne uns unterwegs zu verlieren oder den Zug zu verpassen. Unser Aufbruch in den Tag ging reibungslos. Erstmal bis Alexanderplatz und dann rein in die Spandauer Bahn bis nach Charlottenburg. Der Zug in die Prignitz stand bereits schon am Bahnsteig. Wir hatten noch Luft in unserem Zeitplan, setzten uns an einen Vierersitzplatz, um Rolf, den fahrenden Hacken-Porsche, mit Klappsitz, den wir einst in Karlshorst auf dem Flohmarkt erstanden hatten, zu verstauen. Nebenbei gab es Steckdosen, um unsere Geräte aufzuladen. Claudia richtete sich auf, räumte ihr Dekolleté an die richtige Stelle, wobei ihre Möpse in einem Käfig eines viel zu eng geratenen Tops verstaut waren. Ein Griff in ihre Tasche und schon nuckelte sie an einer Wasserflasche. Sie ist immer vorbereitet, was die Wasserversorgung angeht. Oft schleppt sie sich mit schweren Flaschen durch die Gegend. Dazu kommt noch ihr großes buntes Portemonnaie, das ihre ganze Sammlung an Kleingeld in jeglicher Größe und Schwere aufnahm. Ich staune oft über die Lasten, die sie damit sich trägt. Deshalb haben wir Rolf mitgenommen, unseren Lastenesel, der bei langem Laufen uns die Last der Versorgung abnehmen sollte. Wir sitzen bereits 10 Minuten im Zug und warten darauf, dass es losgehen kann. Claudia holt schon mal die Stullenverpflegung für unterwegs aus dem Rucksack und knabbert die ersten Paprikastreifen genüsslich vor meinen Augen. Wie ein Hase, der einen Halm in Etappen verdrückt, bis nichts mehr von ihm übrig bleibt. Ich schmunzel nur. Was denn, das ist halt eben so, ist ihre herzliche, aber direkte Antwort. Mein Schmunzeln tobt sich zu einem lauten Lachen aus und steckte damit auch die anderen Fahrgäste mit an. Ist doch egal, wenn wir zwei, ein gebürtiger Berliner und Brandenburger, eine Sause machen, dann ist Stimmung angesagt. Wir können dann gar nicht anders. Was sind das denn für zwei Typen, werden sich einige schon mal gefragt haben. Aber Claudia zuckt nur mit den Schultern und grinst mich an. Da kann man nur zurückgrinsen. So setzt sich mit einem Grin in unseren Gesichtern der Zug in die Prignitz in Bewegung. Der Zug hält nochmal in Spandau, bevor er das Großstadtrevier verlässt und hinaus in die Provinz fährt. Vorbei an Henningsdorf, wo ich eine Zeit lang bei einer Gartenbaufirma gearbeitet habe, zu einer Zeit, als die zwei Türme in New York einstürzten. An der Ofenstadt Velten vorbei, nach Beetz Sommerfeld, weiter dann nach Neuruppin, wo ich mich auf Fontanespuren begeben hatte, und letztlich Wittstock, die alte Bischofsstadt am Autobahndreieck, das mir bestens bekannt ist, da ich früher einmal öfter die A24 Richtung Hamburg gefahren bin. Grundwehrdienst in Breitenburg bei Itzehoe ableisten. Dann endlich ertönt die Stimme mit der Aufforderung, den Ausstieg in Fahrtrichtung rechts zu benutzen. Die Zugtür öffnet sich und die Leute strömen aus dem Zug. Ich dachte mir noch, hier ist was los, was sich später als Trugschluss herausstellen sollte. Zwei junge Typen mit unrasiertem, langgewachsenen Bärten saßen mit ihrem Gepäck, das wohl für ein ganzes Jahr gereicht hätte,
auf dem Boden und warteten scheinbar auf irgendetwas oder auf irgendjemand, der sie vielleicht abholt oder mitnimmt. Wir machten einen kleinen Schlenker um ihre Taschen und ich fragte den einen, wo sie hin wollten mit ihrem ganzen Zeug. Da antwortete er ganz offen, dass sie gerade angekommen waren. Ein Festival in Buchholz war ihr Ziel und nun strandeten sie hier in Pritzwalk am Bahnhof, um abgeholt zu werden. Ich wünschte den beiden noch ein gutes Heimkommen und verschwand mit Claudia erstmal ins Bahnhofsgebäude, das erst in den 1950er Jahren errichtet wurde. Der Grund war einfach. Die Blasen hatten gedrückt und wir waren auf der Suche nach einem Klo, das ich auch schnell fand. Für Mädchen und Jungen stand in symbolischer Form an der Tür. Wir verschwanden natürlich jeder für sich auf sein Klo. Es sah sehr ordentlich und funktional aus. Das kann man ja nicht von jedem Klo behaupten. Ich wusch mir gründlich die Hände nach dem Gang am Pissoir. Die Raumfarbe mit den weißen Fliesen sah dann aber doch aus, als wäre ich auf einem Klinikklo gelandet, so steril. Ich öffne die Tür. Claudia war noch nicht so weit. Wie auch. Bis sie sich aus ihren Klamotten gepellt hatte, kann schon mal ein ganzer Tag vergehen. Ach, und die Schminke musste natürlich auch nachgelegt werden. Gefühlte Stunden später kam sie dann doch erleichternd aus dem Mädchenklo. Ein kurzes Aufstöhnen, dann gingen wir zu einer von mehreren Holzbänken, die wohl auch noch aus den 50er Jahren stammten und schön in Reihe und Glied die Empfangshalle flankierten. Scheint hier wohl eine Gesamtkomposition zu sein, denke ich mir und will nach meiner Kameratechnik schauen. Da spricht uns ein Mann, der allein auf der gegenüberliegenden Seite saß, einfach so an. Er sah, dass ich meine Kamera ausgepackt hatte und fragte ganz frech und offen, ob wir vom Fernsehen sind. Nein, ich mache Internetfernsehen und bin mit meinem Kanal auf diversen Social-Media-Plattformen unterwegs. Wie heißt denn euer Kanal? Fragte er uns. Das war für mich das Stichwort für meine gerade erst fertiggestellten Visitenkarten, die ich sogleich jungfräulich verteilen konnte. Beim Fernsehfunk Berlin sind wir in Berlin und Brandenburg unterwegs und berichten von kleinen und großen Ereignissen und zeichnen viele kleine Porträts von besonderen Orten auf. Und heute sind wir in Pritzwalk unterwegs. Wann kann man denn euren Film sehen? Fragt er mich höflich. Nach dem Schnitt kommt der Film Anfang September auf den Sender. So lange? Fragt er erstaunt. Ja, die Nachbearbeitung dauert leider so lange. Schauen Sie doch einfach mal bei uns vorbei und genießen Sie die anderen Beiträge. Zum Beispiel waren wir im Frühjahr in Templin. Er nickte etwas zögernd und steckte sich die Visitenkarte ein. Wir verabschiedeten uns höflich und ich drang nach draußen, um die Außenaufnahmen vom Bahnhofsgelände zu machen. Die Zeit drückte und das Wetter zog einen fetten Strich durch unsere Planung. Ich hatte die ersten Außenaufnahmen vom Bahnhofsgebäude und des Wasserturms gemacht, da fing es an zu regnen. Ich musste die Kamera wieder einpacken. Kursänderung war angesagt. Statt meiner Kamera habe ich nun mit meinem Smartphone gefilmt. Erstaunlicherweise ging das gut und so entstanden einige tolle Bilder. So zogen wir los, Richtung Postplatz. In der Dörfelstraße stehen noch einige Bauten aus der Jahrhundertwende des beginnenden 20. Jahrhunderts. Der Stuck begrüßt einen schon aus der Ferne. Man bleibt stehen und betrachtet die Details. Angekommen am Postplatz, zu ihrer Hauptfront erstreckt sich die alte Post aus der Kaiserzeit. Ein typischer Bau in Klinkerweise, in Teilen verputzt und die Fenster vergittert mit schmiedeeisernen Elementen. Alles ist leer. Das Gebäude, das eigentlich einen gewissen Charme versprüht, rottet vor sich hin. Als Repräsentationsgebäude für den gleichnamigen Platz taugt sie nicht mehr. Ihre Funktion als Dienstleistungsschuppen aus der Kaiserzeit ist längst vergessen. Dornröschen erwache. Doch ein Prinz, der sie wach küsst, den gibt es nicht. Und so vergeht die Zeit und das Gebäude schläft bis in die Unendlichkeit, immer in der Hoffnung, es würde mal endlich wach geküsst. Wir wenden uns der anderen Seite zu,
gleich gegenüber des kaiserlichen Dornröschenschlosses, im grünen Gürtel von Pritzwalk, wo einst die Stadtmauer stand, die bereits im 19. Jahrhundert abgetragen wurde, steht ein massives Denkmal mit einem schlafenden Löwen im Zentrum. Gerade als ich den Film starten wollte, fängt es so richtig an zu regnen. Das Denkmal, das an die grausigen Ereignisse und den gefallenen Helden des Ersten Weltkrieges erinnern soll. So heißt auch das Denkmal, das sich in der Parkstraße befindet, der schlafende Löwe. Wobei an diesem Montag in Pritzwalk wohl nicht nur der Löwe schläft. Man sieht kaum Leute auf der Straße. Wir zwei Doofen aus Berlin erklärten uns das Phänomen damit, dass das wohl am schlechten Wetter liegt. Und so zogen wir weiter den Grüngürtel entlang, zwischendurch eine Aufnahme mit Claudia posierend vor alten, verknöcherten Bäumen, die wohl schon lebten, als die Stadtmauer abgetragen wurde. Im Hintergrund blinzelt immer wieder die alles überragende Stadtpfarrkirche St. Nikolai mit ihrer steinernen Turmspitze aus rotem Ziegelwerk. So langsam bekamen wir Hunger und wir hielten Ausschau nach einem Lokal, wo wir einkehren konnten. Wir bogen in die Mittelstraße ein. An der Ecke zur Schützenstraße hatte der Italiener zu und wir mussten weiterlaufen in Richtung Roststraße. Da gab es auf einmal einen Wolkenbruch. Der Schirm, den Claudia vorsorglich mitgenommen hatte, konnte die Wassermassen nicht mehr abhalten und so wurde zumindest ich patschnass. Ich konnte nicht zulassen, dass meine Reisebegleitung mit ihren hautengen Kleidern nass wurde. Wie man weiß, kann das sehr brutal sein, wenn man aus ihnen herausschlüpfen will. Dann geht nämlich gar nichts mehr. Ich dagegen kann ja die Jeans und das T-Shirt einfach abstreifen und nackig durch Pritzwalk laufen. Würde wahrscheinlich an diesem traurigen Montag eh keiner mitbekommen. Schnell fanden wir ein Durchgangsgebäude im Fachwerkhausstil, um uns wenigstens notdürftig trocken zu halten. So standen wir da und warteten ab, bis die Regenfront abgezogen war. Nach etwa 20 Minuten trauten wir uns dann wieder auf die Straße. Wir bogen rechts in die Havelberger Straße ein, wo ich ein Gemälde an einer Giebelwand entdeckte. Ein Rittersmann. Wahrscheinlich ist er der Prinz mit Ritterrüstung, der die alte Postwache küssen sollte. Bloß, wie sollte er von dieser Wand kommen? Vielleicht muss man nur bis Mitternacht warten. Zur Geisterstunde können viele seltsame Dinge passieren und unser Wandgemälde wird dann lebendig und die Giebelwand bleibt schön weiß. Wir zogen weiter und bogen dann in die Grünstraße, wo ich ein neues Filmmotiv erwartete. Die kleinen Häuser dicht gedrängt, mal schmuddelig, mal saniert, verleihen dieser Stadt einen mittelalterlichen Charme und immer wieder die Kirche St. Nikolai im Hintergrund. Wir kamen ihr immer näher. In der Kirchgasse konnte ich die gewaltige Masse des Sockelbauwerks der alten Kirche hautnah erleben. Ich nahm jedes Motiv in meinem Dreh auf und merkte, dass diese Kirche, egal wo man stand, einen in den Bann ziehen konnte. Am Ende zum Marktplatz hin stand ein Jugendlicher, der sich halb verdeckt sich umzog und nun seine Haare mit Kamm und Spiegel richtete. Immer wieder fasste er sich ins Haar, um es möglichst perfekt zu stylen. Er war nicht beeindruckt von meiner Anwesenheit, beeilte sich aber dennoch. Scheinbar hatte er ein Date. Ein Telefonat sorgte für einen zügigen Aufbruch. Komisch, ich musste mir gleich ins Haar fassen und meinen Scheitel richten. Ist so ein Reflex aus der jugendlichen Zeit, wo ich noch meine Haare zur Seite schmeißen konnte. Ich bemerkte, wie kahl es jetzt an dieser Stelle geworden ist. Die Aktion war mir auf einmal peinlich und rief Claudia zu mir rüber, die an der anderen Straßenseite auf mich wartete, um nicht aus Versehen ins Bild zu laufen. So gingen wir zum Marktplatz, vorbei am Rathaus, wo gerade das kleine Glöckchen auf dem Dach einmal anschlug und fast synchron mit der Kirchglocke agierte. Scheint eine alte Feuerglocke zu sein. So eine hatte ich auch schon in Neuruppin gesehen, allerdings war die nicht aktiv. So näherten wir uns dem Findling, der uns mit seinem kleinen Wassersprudel beeindrucken wollte. Ich nahm einige Einstellungen von jeder Seite auf,
um das kleine, aber attraktive Rathaus ins rechte Licht zu rücken. Auf der anderen Seite ein Barbershop, den man wie die Dönerbuden jetzt auch an jeder Ecke findet. Eine Gruppe junger Fremder mit dunklem Teint sitzt am Rande und guckt Claudia und mir zu, wie wir scheinbar auf dem überschaubaren Marktplatz umherirren. Die werden wohl gleich erkannt haben, dass wir nicht hierher gehören. Ihre Blicke folgten uns, ohne davon abzulassen. Irgendwie scheinen sie sich zu langweilen. Was soll man auch an diesem Ort, wo nicht gerade das Leben brummt, schon machen? Wir entdeckten ein Ecklokal, die alte Marktschenke. Sah von außen recht nett aus, Fachwerk, das Gemütlichkeit ausstrahlt und zur Einkehr einlädt. Doch als wir die Preise sahen, blieb uns der Kloß im Hals stecken. Dazu kam natürlich zum Eindruck der Leere, dass das Lokal geschlossen hatte. Es war Montag, Ruhetag für viele, aber eine ganze Stadt, das war dann doch zu viel für uns. Selbst die Öffnungstermine eines Arztes in der sogenannten Fußgängerzone bot dürftige Termine auf dem Schild an. Der Magen knurrte uns. Irgendwo muss es doch etwas zu essen geben. Wir fühlen uns wie zwei Gestrandete auf einer kleinen Insel, unser Trost eine Palme mit ihrem schattenspendenden Kronenkleid. Da entdecken wir einen Asia-Imbiss. Etwas ängstlich fasste Claudia an die Türklinke und oh, was für ein Wunder, sie bewegt sich doch, die kleine Welt in Pritzwalk. Nichts wie hinein, bevor der Wirt es sich anders überlegt. Der stand am Tresen und konnte unser Ankommen kaum erwarten. Waren die einzigen Gäste. Er war sofort zur Stelle. Wir hatten noch nicht mal unsere Klamotten abgelegt, da sprach er uns auch schon an. Claudia war in ihrem Element, so typisch berlinerisch, immer frei raus. Hier ist nicht wirklich was los, wa? Der Asiate winkte ab und wischte ihre Frage einfach mit den Worten »Alles tot! Hier wird gestorben! Alles tot!« vom Tisch. Wir nahmen Platz. Na, zumindest gibt's jetzt was zu futtern. Natürlich Ente mit Reis. Das Trinken holte ich mir aus dem Kühler und wir unterhielten uns fast schon lautstark wegen des leeren Raums. Oh, wie schön, es schmeckte uns. Wenn man Hunger hat, schmeckt fast alles. Zwei Bauarbeiter kamen ins Lokal. Mittagspause. Zwei unterschiedliche Gewerke. Kannten sich aber scheinbar sehr gut. Ist ja in so einem Nest nicht schwer. Da kennt man noch Mietze und Wauwi von nebenan. Ist schon eine Weile her. Besko. Wenn ich da um Mitternacht mit der Schweinetaxe aus Fürstenwalde eintraf und durch die gesamte Stadt bis zum Internat latschen musste, war es streckenweise so ruhig, dass ich mich kaum wagte, den Mund aufzumachen. Mein zarter Schall hätte womöglich die Leute aus den Betten gerissen, dachte ich und schlich auf leisen Sohlen ins Bett. Meine Zimmergenossen schnarchten bereits. So aßen wir unsere Ente und genossen die einzige Möglichkeit, unsere Mägen zu füllen. Nach dem Toilettengang brachen wir auf. Zigaretten waren alle. Irgendwo mussten welche herangeschafft werden. Für Claudia. Ihre polnischen Errungenschaften vom Markt waren leer. Ein Nahkauf, ein typischer E-Markt, den es heute an jeder Ecke zu finden gibt, hatte noch geöffnet. Wir also rein. Die Kassiererin wollten Feierabend machen. Glück gehabt. Gleich ran an die Kasse und unseren Wunsch geäußert. Wir kommen aus Berlin und sind jetzt auf dem Weg zum Bahnhof. Ist ja wirklich nicht viel los hier, sagte Claudia auf ihre typische, aber herzliche Art. Dass wir aus Berlin kommen, macht mich schon fast verlegen. Habe aber keine Chance gegen dieses Weib, das ihre Worte nicht behutsam wählt, sondern wie eine Pumpgun abfeuert. Da kann man sich nur noch fügen. Die Kassiererin drängelte schon, aber Claudia musste erst noch ihr fettes, mit Blumenmuster versehenes Portemonnaie aus ihrem Rucksack rausholen, gefüllt mit Massen an Metall zum Bezahlen. Die Geldbörse konnte locker mit einer dieser Kurzhanteln aus meinem Fitnessstudio mithalten. Ein Sporturlaub in Pritzwalk mit Kurzhanteleinlage. Ich fing an zu lachen. Noch nie war ich in Berlin, bin hier geboren, bin es nicht anders gewohnt und es reizt mich auch nicht in die Hauptstadt zu fahren, antwortet mir die Kassiererin auf meine Frage, ob sie schon mal in Berlin gewesen war.
Eine seltene Spezies, die wie früher auf dem Dorf in der Provinz, abgeschlagen vom Rest der Welt, die es nicht schaffen, einen Schritt vor das Ortsausgangsschild zu machen. Dass es sowas noch gibt. Wir beeilten uns, aus dem Laden zu kommen. Feierabend. Feierabend? Es ist gerade mal 17 Uhr. Früher einmal hatte der Laden etwas länger geöffnet. Lohnte sich scheinbar nicht. Die können sich's leisten. In Berlin wird durchgearbeitet, sagte ich etwas sarkastisch zu Claudia. Uns fiel Dresden in den Sinn. Da wollten wir um 21.30 Uhr noch eine Pizza nach unserem Trip in der Altstadt zu uns nehmen. Der Laden, eine kleine Pizza- und Burgerkette aus der Region, lud uns mit seinen Werbeschildern gerade dazu ein. Doch die Bedienung war eine Katastrophe. Da kommen wir daher, obwohl man schon den Feierabend riechen konnte. Sie musste uns bedienen, mürrisch mit den Worten: Na los dann schnell, was wollt ihr haben? Eigentlich fuhren wir Berliner gerade eine Null-Bock-Strategie, aber es meldete sich der Hunger. Und wer weiß, wo wir noch etwas zum Futtern gefunden hätten. So wirkten wir unsere Pizza schnell rein und dann ab in die Friedenstraße. Das Hotelbett wartete auf uns. So standen wir zwei Berliner wie Pat und Patterchen vor der Tür und fühlten uns ausgesperrt. Wir beklagten uns in einem Dialog der Empörung über die uns gerade passierte Sache mit den Öffnungszeiten in der Provinz. In unseren Mündern eine Zigarette aus dem Nahkauf. Das tat gut, obgleich ich einen mächtigen Hustenanfall bekam. Im Rahmen unseres Gespräches der sinnlosen Empörung stellten wir uns die Frage, was wohl die Jugendlichen hier so treiben. Gehen sie noch raus? Hängen sie an der Bushaltestelle rum? Oder sitzen sie vor ihrer Playstation? Wie ein Mauerblümchen muss sich hier ein hochbegabter Student vorkommen. Kaum Austausch, nur mit sich selbst und seinen Theorien aus dem Fach beschäftigt. Oder sind sie rechtzeitig abgesprungen? Wahrscheinlich. So beschlossen wir beide, dem gleich zu tun und sprangen ab. Wir zogen zum Bahnhof. Aus der Ferne winkt uns die in ihrem Dornröschenschlaf liegende kaiserliche Post. Döst vor sich hin, ohne von uns Kenntnis genommen zu haben. Wir sind es, die Berliner. Kommen aus der Großstadt, wollte ich ihr noch in meinen Gedanken zurufen. Aber das Dornröschen schlief fest, man hörte kein Schnarchen. Vorbei am Bäcker, der bloß bis mittags auf hat, biegen wir in die Straße zum Bahnhof. Angekommen am Gleis, kurzes Verschnaufen und Warten auf den Bummelzug, der sich selbst Prignitz-Express nennt. In der Bahn sitzend, tobt sich ein heftiger Gewitterregen über uns aus, je näher wir der Hauptstadt entgegenkamen. In Charlottenburg brachte ich noch Claudia zur S-Bahn und wartete selbst auf einen anderen Zug, der mich heimwärts an den Rand der Stadt bringen sollte. Aber denkste, Zugausfall, Noteinsatz, Züge fuhren unregelmäßig, endlich angekommen zu Hause in meiner kleinen Bude. Hinsetzen und den Tag an einem nochmal vorbeiziehen lassen. Eine andere Welt begegnete uns dort in Pritzwalk, wo der Ost noch spürbar, sichtbar und fassbar ist und die Totenstille an einem Ruhetag uns zwei verwöhnten Großstadtkatzen in die Verzweiflung trieb. Applaus für jeden dort Lebenden, der es schafft, sein Leben zu meistern in dieser abgelegenen Provinzstadt, die sich einmal Kreisstadt nannte.